Hi Leute, hier ist jetzt die richtige Setlog. Ich halte mich relativ kurz, da ich gerade den Bus heute nicht mehr habe und die ging auch 1,5 Stunden zu spät los. Das heißt, ich war letzten Endes 6,5 Stunden völlig tatenlos und irgendwie jetzt auch demotiviert und gleich kommt mein Essen. Daher halte ich das, wie gesagt, kurz. Ich habe auch sowieso nicht allzu viel Neues, denn ich habe jetzt auch weder was Neues angefangen noch was groß weitergespielt die Woche und nichts, was jetzt bleibend im Gedächtnis ist. Aber ich habe mit zwei Freunden, ich war auch in Magdeburg, die Serie Vikings angefangen, die ich mir bisher nicht angucken wollte, weil es immer wirkte wie so, ja, Game of Thrones ist ganz geil und Wikinger sind geil, lass das mal machen. Und die erste Folge ist auch so, aber danach wird's gut. Also wir haben die ersten 4 Folgen, glaube ich, gesehen und es funktioniert ziemlich gut, allerdings gibt es nur eine Handvoll sympathische Figuren und ganz, ganz viele komplett nutzlose. Aber damit kommt man klar und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Daher, ja. Und nachher werde ich noch ein Anime gucken, den mir noch andere Freundin geliehen hat und vielleicht noch Jessica Jones anfangen, je nachdem. Oder vielleicht streame ich heute doch noch. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss gucken, wie ich nach dem Essen drauf bin. Aber eine Sache kann ich euch noch zeigen, denn ich habe jetzt endlich von meinem Kumpel Monkey die Figuren abholen können, die er mir aus Japan mitgebracht hat. Und die würde ich euch gerne einfach mal zeigen. Daher wacke ich jetzt mal ganz, ganz unprofessionell rum, aber das mache ich ja öfter. Da. Wir haben hier einmal den wunderschönen Marine-Buggy. Muss sagen, auch vor allem das Gesicht ist halt echt gut gelungen. Wir haben, was man für den Teil ist, Dalton, wer den noch kennt. Der Bullenmensch von Drum, den sie wohl im Shop gefunden hat. Und weil ich ja noch nicht genug Buggies habe, den hier. Und der ist einfach mal mega awesome. Ich meine, sogar das Messer im Fuß und so weiter. Warum ich dann eine Zorro-Packung habe? Weil von dem hier die richtige Packung anscheinend nicht mehr vorhanden war. Dementsprechend habe ich die bekommen. Der sieht auch ziemlich geil aus, aber ich bin nicht so der allergrößte Zorro-Fan, beziehungsweise würde mir keine Figur von ihm holen. Und er hat mir 2 seiner Amiibos geliehen und mir meinen Bowser zurückgegeben. Und ich muss sagen, das sind so 3 von denen, die am besten gearbeitet sind, beziehungsweise am besten funktionieren, da sie halt am gröbsten und am wenigsten menschlich sind. Boah, ja, natürlich mache ich jetzt nochmal richtig Lärm, damit es auch passt. Oh, nee, aber wie gesagt, soll es für heute gewesen sein. Ich weiß, sehr, sehr kurz, aber ist heute nicht mein Tag. Überhaupt nicht. Oder um meinen Unglückskeks-Spruch mal wieder zu zitieren, heute ist nicht der Tag, schon wieder. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Gehabt euch wohl, euer Sandy.